So, weiter geht es mit diesem wunderbaren Spiel hier, Pokémon Weiß. Wir sind gerade auf dem Weg zum Wendelberg, so wie ich das sehe. Scheint zumindest so. Würde ich mal sagen, machen wir mal weiter, ne? Dass wir da auch noch in den Park vielleicht hinkommen. Schutzwirkung, oh, okay. War ich mir gerade nicht mehr so sicher. Alles klar, dann weiter hier und, oh, Wendelberg, schon da. Na, wunderbar. Wilde Pokémon voraus. Gefährlich. Ach, Sharon. Was bist du denn jetzt? Elena! Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Jet-Ordens stärker ist. Ach Gott, will der wieder kämpfen, ey. Warum? Ich will jetzt nicht kämpfen, Sharon. Oh Mann. Ach, na gut, wenn sein muss. Was hat er denn diesmal jetzt anzubieten? Fasersnap. Gefährlich. Die männliche Form natürlich, ja. Wäre auch komisch, wenn die weibliche hätte irgendwie. Ich weiß nicht. Ich fänd's komisch. Wäre garantiert nicht so komisch, aber ich fänd's komisch. Und warum ist gerade wieder eingebrochen, leicht? Egal. Was soll's. Psystrahl, na, funktioniert nicht wegen Scanner, natürlich. Aber es gibt's. Wunderbar. Und zieht wenigstens halbwegs was. Nicht mal die Hälfte, scheiße. Und der kann Luftschnitt, ist auch nicht gut. Crit. Nee, dann nutze ich lieber mal einen Trank. Kumomilch, genau. Die habe ich gesucht. Die leckere Kumomilch. Und schon ist Klaus wieder voll. Und Fasersnob geht weiter auf den Nerv. Ja, der krittet schon wieder, das gibt's ja nicht. Zweimal hintereinander gekrittet? Das wäre doch niemals Glücksfeld, oder? Na, davon bin ich jetzt gekrittet. Ey, Gott. Drei Krits in vier Zügen, was soll das denn? Naja, Level 36, okay. Jetzt kommt Cleopatra. Das ist was für Thomas. So wie ich das sehe. Müsste an sich klappen. Ohne größere Probleme. Oh, eine Ampelleuchte. Das dürfte an sich. Ja, natürlich Mogellieb. Ja, ja, ist schon gut. Puh, ja. Boah, ey. Was ist das für ein Crit-Kampf? Hallo. Was sind die Crits hier? Das ist ekelhaft. Okay, Cleopatra besiegt, jetzt kommt Grill Cheetah. Das machen wir mit Pascal. Der müsste dann an sich klarkommen. An sich. Ob er damit klarkommt, weiß ich natürlich nicht, aber ich hoffe es einfach mal. Und zwar einmal Dampfwalze. Und der müsste an sich down sein. Jo, ist er auch. Jetzt müsste doch der Starter kommen. Was hat er gehabt? Hatte der Pflanzenstarter? Oder Wasser? Der müsste an sich Wasser haben. Erdbeben. Oh ja, Erdbeben ist nice. Dampfwalze verschwinde. Ich hab Erdbeben jetzt. Jetzt kann Pascal richtig abgehen. Okay, und jetzt kommt noch... Ja, genau. Jetzt war noch nicht mal letzte Entwicklung. Wie langweilig. Ist ja noch nicht mal Admurai. Na gut. Was soll's. Macht einfach auf mich, ne? Würde ich noch fast sagen. Das Patronen ist wesentlich angenehmer. Ja, das braucht ein Level, bis sie entwickelt. Oh, ein Level, mein Gott. Die Gegner können doch sonst mal cheaten. Warum cheaten der jetzt hier nicht bei, dass er jetzt Admurai hätte? Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Sharon auf jeden Fall besiegt, so. Oho, das war ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Wie habe ich Lauro gesprochen? Ach, ich weiß nicht mehr, wie ich die ganzen Leute mal spreche. Ist doch zum Kotzen. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Hä? Lauro! Mit seinem schönen, ruhigen Theme. Und ich frage mich noch, ist das nicht der Champ Lauro? Ach, ich bin schwach und habe daher verloren. Auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich. Mach dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt. Aber ich bin noch immer kein Deutsch schlauer. Was genau bringt es dir, immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen, das würde meinem Leben einen Sinn geben und mir als Beweis dienen, dass ich wahrlich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Wer ist Eugen?
Es ist in der Tat durchaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch noch wichtiger ist es zu wissen, was man nach Erreichen dieses Zieles tun möchte. Das heißt in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier bitte, das ist für dich. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. Ja, endlich die Form Surfer. Oh Gott, ich dachte, es wird gar nichts mehr. Surfer! Sehr schön. Setzt du die Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. So, das wär's auch schon. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon an eurer Seite. Okay, ciao, Lauro. Was will ich tun? Nun, ich weiß es noch nicht. Daher setze ich vorerst mal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert anerkennt. Elena, das nächste Mal gewinne ich. Glaubst auch nur du. Aber hey, jetzt habe ich Surfer, das ist schon mal sehr wichtig, weil jetzt kann ich schließlich mein 6. Teammitglied fangen, was ich da jetzt machen werde. Ich fliege erstmal zurück nach Marea City, da gibt es nämlich. So, gefliegt sind wir jetzt. Ja, gefliegt habe ich gesagt, ich weiß. Jetzt ist nur die Frage, habe ich irgendwas, was Surfer lernen kann? Ich gucke jetzt einfach mal ganz kacke dreist, ob irgendwas in meinem Team Surfer lernen kann. Ich meine, ich kann zum Attackenverlerner wieder gehen, dann kriegt das wieder hin. Ah, Danny. Ja gut, geh mal, Danny, mal eben kurz Surfer. Mach ich mal kurz Kraftschub weg. Keine Sorge, Danny bellt Surfer nicht. Das wäre ja extrem doof, wenn ich dem das behalten würde, lassen tun würde. Nee, ich möchte hier einfach nur jetzt kurz surfen. So, ja. Upsa, das wollte ich nicht. Im Prinzip könnte ich mit Surfer jetzt auch die ganzen alten Routen nochmal abklappern und die ganzen Trainer besiegen. Das könnte ich an sich machen. Nein, Marmolida suche ich nicht. Ich überlege gerade, soll ich die ganzen Routen halten, nochmal abklappern? Ich weiß es nicht. Ich würde am liebsten auch zuerst durch den Wendelberg durchgehen. Naja, ich suche erstmal hier nach einem schönen Pokémon fürs Team. Und, ja, viele Auswahl habe ich auch nicht. Ne, es gibt hier nämlich nur Quabbles. Und, ach, Level 24, das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Ja. Ich glaube, viel stärkere findet man hier auch, ist nur schwer. Von daher versuche ich einfach mal jetzt direkt zu fangen. Mit was denn am besten? Mit Flottball? Versuch einfach mal. Vielleicht klappt's ja. Wer weiß. 1, 2, 3. Ja, wunderbar. Quabbel wurde gefangen. Genau, das ist unser 6. Teammitglied. Somit hätten wir unser Team dann vollständig. Mit diesem süßen kleinen Vieh hier. Ein Wassergeist-Pokémon, wie man gesehen hat. Und ja, der Spitzname. Der Spitzname, den es tragen wird, der gehört dem Let's Player Waldimart. Und zwar heißt dieses Quabbel Steffen. Lieben Gruß an Waldi. Okay, mal gucken, ob das Vieh ein akzeptables Wesen hat. Mit. Das ist halt bloß Spezialangriff. Ja, okay. Also, wie man sieht an den Werten, Quabbel ist halt eben ein, ja, spezieller Staller. Also, Spezialverteidigung ist sehr hoch. Und, ja, so geht das halt, ne? Okay, das mit dem Wesen kann ich auf jeden Fall leben. Das ist okay. Das Verteidigung, das Vieh soll ja auch nicht, verteidigen. Soll ja auch keinen normalen Angriff tanken. Das kann Pascal übernehmen. So, dann kriege ich jetzt erstmal den EP-Teiler, welchen finde, genau. Weil jetzt muss ich ja das hinterherziehen. Ach ja, so ist es halt. Und was wollte ich jetzt machen? Weiß ich gar nicht. Achso doch, ich könnte ihm ein paar TMs beibringen, wenn ich welche habe. Muss ich mal gucken, was ich habe. Zuerst mal Surfer natürlich. Das ist bei dem wohl etwas besser aufgehoben als bei Danny. Würde ich mal fast sagen. Machen wir mal. Was mache ich da weg? Ich mach mal. Aquawelle weg. Da habe ich noch Blubstrahl ansonsten. Aber Surfer ist sowieso nicht stärker als Blubstrahl, von daher. So, was habe ich sonst noch? Habe ich irgendwie Spukball oder sowas? Nein. Kannst du Irrlicht lernen? Ich weiß, es ist eine Feuerattacke, aber wenn er es lernen kann, wäre das doch schon mal geil. Weil es können ziemlich viele Geister lernen. Ja, er kann es lernen. Das ist gut. Hätten wir schon mal etwas jetzt. Damit können wir nämlich auch seine schwache Verteidigung ausgleichen, weil wir damit ja den physischen Angriff schwächen. Ja, da geht Blubstrahl jetzt weg, so. Und er lernt Irrlicht. Sehr gut. Ja, damit reicht es erstmal.
Das war gerade ein großer Lag vom Emulator, aber okay, passt schon. Okay, jetzt fliege ich erstmal noch nach Panaero zurück. Ich muss sowieso zum Wendelberg wieder zurücklaufen, ne? Ach, doof. Damit Waldi jetzt, jetzt sage ich schon Waldi, weil in meinem DS Schwarz, als ich da angefangen hatte, da hatte ich Bismarck Waldi genannt. Ja, aber in Wirklichkeit ist Bismarck ja eigentlich jetzt ein Danny. Das wird jetzt spaßig. Jetzt habe ich beide im Team. Ich wollte erstmal heilen, tut mir leid. Boah, meine Stimme verkackt schon wieder gerade, ne? Trinken. So. Jetzt muss ich erstmal Surfer weglernen, damit da wieder Platz ist für eine andere Attacke. Ich denke mal, es wird wieder Kraftschub sein. Moment, wo war das Haus? War das rechts? Das war hier rechts, ne? Richtig. Da. Zu dem Kerl. Dann kann der mal kurz dem lieben Danny Surfer entlernen. Moment, habe ich gerade in Maria City übrigens überhaupt das Item auf der Insel aufgenommen? Ich glaube nicht, ne? Scheiße. Aber ich glaube sowieso, dass ich jetzt nach dem Wendelberg erstmal sämtliche alte Routen abklappern werde. Mit den vorhandenen VMs, die ich habe, reicht das an sich. Also ist es sehr gut möglich. Wo ist es denn jetzt hier, was ich haben wollte? Na los, komm, wo ist es? Kraftschub, da. So, Kraftschub beibringen. Genau, der kriegt das jetzt wieder. So, und alles wieder wie vorher war. Okay, dann können wir jetzt auch normal weitermachen. Ah. Fürs Erste. Und dann werde ich irgendwann nochmal auf die alten Routen zurückkehren und da dann alles machen, weil jetzt auch noch ein paar Trainer und bla, Gedöns und so weiter. Aber das werdet ihr ja schon sehen, wenn ich das mache. So, einmal schön elegant vorbeigelaufen. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Das war nicht geplant, du kleines rosa Sesokitz. Ich wollte nicht mit dir kuscheln. Auch wenn du kuschelig bist. Ich wollte es nicht. So. Kommen. Oh, und ich sehe noch anders nach vorne. Ich glaube, Trishy ist sogar am schwächsten gerade, oder? Dann zeigt man 36, 36, 35, 35, 37. Okay. Ja, dann setze ich Danny erstmal nach vorne. Und Trishy an zweite Stelle. Die wird sowieso im Wendelberg gut kämpfen können. Jetzt wollte ich noch Schutz einsetzen. Schutz, Schutz. Ich muss mich schützen. So. Okay. Und wieder hoch und weiter und weiter und Wendelberg und Treppe hoch und da und da und Trainer. Mann. Ich überlege gerade, habe ich mit Danny überhaupt eine Chance da drin? Ich meine, das ist alles Stein- und Kampf-Pokémon. Wahrscheinlich eher nicht. Da wäre Trishy wohl doch am besten noch. Na, dann mal gucken. Sedimantur. Kriege ich das hin? Ich müsste knirschen. Aber das dürfte auch nicht viel Schaden machen, weil das 4 hohe Verteidigung hat. Ja, Volltreffer, scheiße. Aber er macht auch keinen Schaden wegen mit Rohr. Also von daher passt das. Ausgleichende Gerechtigkeit und so. Ja, Steinhagel ist schon stärker. Tut auch schon ein bisschen mehr weh. Aber nicht gut genug. So, seht die Mantu down. Ne, ich glaube, ich letzte erstmal Trishy nach vorne. Ich setze Trishy nach vorne, meinte ich. Aber das mache ich jetzt auch wieder nicht, weil ich jetzt Karius einsetze. Gegen Strepoli ist das doch etwas besser. Weil, ja, Psychoflug gegen Kampf und so, ne? Man muss ja seine Vorteile ausnutzen können. Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen tiefer als sonst, ne? Also als beim letzten Mal. So kommt mir zumindest gerade vor, weil. Ich dachte halt. Oh, Level 225 für Steffen. Yay. Ja, ich will jetzt erstmal Tischstange vorne setzen. Ich glaube, die ist da in der Höhle etwas besser dran. So. Und der Itemradar an. In der Höhle gibt's viel. Oh, Moment, da war ein Item. Dort liegt es. Hyperball. Ja, den kann man mal gebrauchen. Okay. So, jetzt kann ich mal rein, ne? Ja, jetzt kann ich rein. Sehr schön. Num. Wendelberg.
Ach, Sharon und Turner, oh Gott. Elena! Dann mache ich meinen Rundgang auf dem Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, wirklich? Ach, übrigens, habt ihr in letzter Zeit Team Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arenaleitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis sie sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mit dieser ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Gott. Schön zu sehen, wenn Kinder wie ihr zusammen mit ihrem Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt und... ich sag besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon noch verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Sein Berg? Warum sein Berg? Ist ja ekelhaft. Puh, und ich dachte schon, dann drückt uns wieder irgendwas auf. Elena, ich werde schon mal vorausgehen. Naja, verschwind ruhig. Ist mir auch lieber so. ja, geil. Sieht ja richtig schön aus hier. Ich bin begeistert. Vor allem von diesem Hyperheiler bin ich begeistert. Weil er heilt so schön. Da gehe ich noch nicht rein. Ich lass mal oben gucken, ob da was ist. Also mit dem Typ mir reden, der kein Trainer ist. Ja, im Winter. Ich weiß, es ist kein Winter. Hallo. Ach, das ist nur ein Item. Ist ja langweilig. Ja, und der Itemradar schlägt aus, ich weiß. Die meisten Items hier kann man wirklich nur im Winter finden. Darum, ja. Ich werde nicht auf Winter schalten jetzt. Vielleicht mache ich das irgendwann später mal, dass ich hier mal in den Winter reingehe. Also einfach mal die PC-Zeit umändern. Mehr ist es ja im Prinzip nicht, weil sich das ja an die PC-Zeit richtig... Oh, Frigometri, das findet man sicher nur sehr selten. Und das finde ich so einfach mal eben so. Ja, wunderbar. Aber damit möchte ich jetzt nichts zu tun haben. Weil das Vieh ist böse. Ein böser, spezialverteidigendes Eis-Pokémon. Ein böser, verteidigendes... Ja. Genau das. Ja. Ein Trainer, ein Wanderer, wahrscheinlich ein Stein-Pokémon. Wie dürfte es auch anders sein? Was hat der? Fleckneuer. Ne, das ist kein Stein-Pokémon. Das ist Psychoflug. Du Cheater, du! Ich habe mit das anderem gerechnet. Ja, da tue ich jetzt nicht so viele Chancen gegen. Pascal, mach du mal. Ist mir gerade am liebsten. Naja, Gedankengut, okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe eigentlich mit Luftschnitt oder so gerechnet. Naja, wenn es nicht kommt, ist mir umso lieber. So. Was kommt jetzt? Strepoli, das ist was für Karis. Oh Mann, ob ich den hier überhaupt irgendwann einsetzen werde in der Höhle? Oh Mann. Das ist die Frage. Ja, es müsste mit dem Psy-Strahler an sich schnell weg sein. An sich. Man weiß ja nie, ne? Jupp, das war schnell besiegt. Und jetzt kommen wahrscheinlich noch Stein-Pokémon, denke ich mal. Jupp, Sedimantur. War klar. Auch wenn er sich wieder mit seinem scheiß Dingens da auf den Nerv gehen dürfte, aber... Also hier, Robustheit. Aber das umgehe ich schon. Und zwar mache ich das mit Egelsamen. Da kann er mich jetzt angreifen. Oder auch nicht. Gut, dann heile ich mich dadurch halt eben nicht. Aber er verliert Lebenspunkte, sodass seine Robustheit verschwindet. Und dann kann ich einfach draufwachsen. Damit dürfte er an sich auch besiegt sein. Jo. Hat ja keine gute Spezialverteidigung, das arme Ding. Armes Ding. Oh. 26 für Steffen. Und besiegt. Und an der Stelle beende ich den Part dann auch. Ne, erst wenn ich das Item aufgehoben habe. Na komm. Übertrag, okay. Jo, dann beende ich den Part hier. In dieser Senke. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.